Hallo Leute, hier ist der Michel, willkommen zurück bei Sebastian Löb Rally Evo. Heute geht's weiter mit der Karriere, beim nächsten Mal dann wieder Löb Experience. Wir wechseln uns da ja immer ab von Folge zu Folge. Und es gibt Neuigkeiten zum Spiel auf der Xbox One. Es ist bereits ein Patch erschienen, der sich einigen Problemen annimmt, zum Beispiel mit dem Input-Lag oder aber auch diese Framerate-Einbrüche in der Dash-Ansicht. Das soll wohl mittlerweile dort ganz gut laufen. Ich meine, auf dem PC sprechen wir ja da durchaus von einem Luxusproblem, wenn die Framerate mal von 70 oder von 60 mal um 20 runtergeht, wenn du dann bedenkst auf PlayStation 4 und Xbox One, ja, da geht es dann eben von 30 nur noch runter und wenn dann mal 5 bis 10 fehlen, dann tut es halt echt schon weh im Auge und das ist eben dann ein Problem, dem sie sich angenommen haben, ne? Ja, Finnland klingt doch schon mal ganz geil, da fahren wir heute auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir den Toyota nehmen oder ob mittlerweile, ne, es geht nur der Toyota, dann fahren wir Toyota, hat ja soweit auch Spaß gemacht, unser Hacktrip Toyota. Einmal Finnland, mal gucken, ob wir zwei Runden fahren oder nur eine. Sieht gerade so aus, als wenn es nur eine ist. Mal gucken, ob es gleich auch so bleibt. Ja, Patch ist rausgekommen für die Xbox One. Ja, PlayStation 4 und PC folgen dann hoffentlich die Tage. Und zwei DLC-Packs wurden angekündigt, direkt mal. Das eine kommt schon am Freitag raus, am 26. Und zwar so eine kleine Rallycross-Erweiterung mit zwei neuen Autos. Und Hell in Norwegen als neue Rallycross-Location. Das ist ziemlich geil. Da gibt es dann auch Karriere-Events, die integriert werden in die Karriere. Da werden wir auf jeden Fall dann direkt reinschauen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf unser Rennen. Und dann im März, am 18.03. kommt noch ein S-Klasse-Prototype-Pack raus mit vier Autos. Das wird, glaube ich, mega interessant. Also ich fahre mich heute erstmal kurz ein bisschen warm in der Folge. Ist ja jetzt doch schon ein paar Tage her. Deswegen habe ich jetzt auch die KI erstmal auf mittelmäßig gelassen. Oh, ganz schön eng. 6 Kilometer, auch ganz schön ordentlich. Mein Gott, letzte Folge Löb Experience. Was haben wir uns da gequält, ja, in Wales. War ja auch super eng. Hast wenig gesehen immer, wo es lang geht. Völlig dem Beifahrer auch ausgeliefert gewesen, war echt knackig, also mein Gott, mussten wir da rudern. Okay, aber das ist schon mal ein relativ komfortabler Vorsprung hier mit unserem Toyota CS3. Ja, so ein bisschen an den Untergrund erstmal gewöhnt. Sehr loser Schotter auf jeden Fall hier in Finnland. Ja, vier Gruppe S Prototypen. Wer es nicht weiß, die Gruppe S war im Prinzip das geplante Reglement zur Fortführung der Rallye-Weltmeisterschaft für 1988 oder 89 als Ablösung der Gruppe B. Die wurde dann ja schon in 86 verbannt. Die Geschichte kennen die meisten von euch, die Gruppe B. Teilweise Auswüchse. Man denke nur an den Lancia 037. Drehen wir uns einmal weg zur Seite, nicht so schlimm. Naja, scheiße, ich komme jetzt nicht so wirklich schnell wieder zurück in die richtige Richtung. Da müsste ich wahrscheinlich mal Zurückblende greifen, leider, in dem Moment. So. Hallo? Ah, Schaltwippen, ja. Wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Welche Tasten man da drücken muss, manchmal. Muss man da ein bisschen überlegen, was war das nochmal? So. Ja, das Problem hier natürlich beim Anbremsen, dann zu spät auf der Bremse gewesen. Viel zu hoher Gang, viel zu hohe Geschwindigkeit. Und dann, bricht sie einfach das Heck da in dem Moment weg. Kann bei dem Fronttrieb da ganz genauso passieren. Also nichts Antriebsspezifisches hier in dem Moment beim Anbremsen. Dass es da instabil wird. Ja, und im Prinzip, was ist passiert letzten Endes? Also die Gruppe B. Ich war beim 037 natürlich der Audi S1. Wir kennen die Gruppe B Monster. Ford RS200, Lancia. Delta S4 dann ja nachher auch noch. Auswüchse bis zu über 500 PS. Extrem gefährlich. Todesfälle haben sich dann leider gehäuft. Auch nicht nur bei den Fahrern und Beifahrern, sondern auch tatsächlich durch Unfälle mit Zuschauern und so. Es wurde einfach alles zu scharf, zu gefährlich, zu schnell. Also die Autos waren einfach für ihre Sicherheits relevanten Spezifikationen waren die einfach viel zu schnell, dass da einfach keine Sicherheit mehr gewährleistet werden konnte gegenüber Fahrern als auch den Zuschauern. Und dann wurde kurzerhand diese Gruppe B von der FIA, die dann damals den als die Weltmeisterschaft übernommen hat,
Der Dachverband, da haben sie dann eben einfach gesagt, wir müssen hier einen Cut machen. Die Gruppe B wird jetzt eingemottet. Und ab sofort wurde dann eben in der Gruppe A gefahren, nach Gruppe A-Spezifikation. Und dementsprechend hat auch die Gruppe S dann eine Absage erteilt bekommen. Obwohl viele Hersteller schon tatsächlich Prototypen gebaut haben, unter anderem auch Audi. Der ist aber leider nicht im DLC-Pack. Ich werde gleich nochmal kurz gucken, welche Autos da drin sind, das gleich nochmal mit reinbringen. Opel Astra 4S haben wir, glaube ich. Dann diesen Toyota MR2. Aber wie gesagt, ich werde gleich nochmal kurz die Autos zusammenfassen. Ich habe das auf dem Bildschirm gerade liegen. Kann ich da nochmal so ein bisschen schummeln gleich. Ja, diese Audi-Gruppe S. Ich glaube, Audi RS002 hieß das Ding. Dieser Prototyp sieht ziemlich kacke aus, ehrlich gesagt. So eine Mischung aus Rallye-Auto und so ein bisschen Le Mans. Da war am Schild. Und eine Mischung aus Le Mans-Prototyp und und Rallye-Wagen. Sieht ein bisschen komisch aus. Hat irgendwie noch die hintere Form vom S1 Quattro. Auf jeden Fall sehr interessant. Diese Autos sollten eben auch sehr auf Leichtbau gemacht sein. Allradantrieb natürlich. Aber maximal 300 PS sollten die Gruppe S-Fahrzeuge haben. Wie gesagt, alles Prototypen. So, wir haben auf jeden Fall hier Gold bekommen. Schon mal sehr gut. Wir müssen auch keine weitere Etappe fahren. Okay, ja, hier sehen wir den S1 Pikes Peak dann auch noch. Ja, also, wir haben den Lancia ECV, den Toyota 222D, das ist ein MR2, ein aufgebrezelter. Dann den Vauxhall Astra 4S. Habe ich in Erinnerung eigentlich, dass es ein Opel Kadett 4x4 war, aber jetzt ist es ein Vauxhall Astra S 4S, der hier reinkommt. Dann noch ein Peugeot Quasar. Genau, das sind diese vier Autos, die mit reinkommen. Diesen DLC im März. Ja, der Audi leider nicht. Kennen auch tatsächlich viele gar nicht dieses Auto. Oder generell diese Autos. Weil es, wie gesagt, Prototypen sind. Die stehen noch in irgendwelchen Werksmuseen. Verstreut teilweise. Joa, machen wir heute hier in der Klasse weiter, würde ich mal sagen. Wir können ja auch schon mal... St. Louis. Okay, wir können ja auch schon mal hier bei Mini reinschauen. Können wir uns einen Wagen kaufen? Gucken wir mal hier, Rallycar 70er. Die Fahrzeuge dieser Rennklasse sind die Pioniere des Rallye-Universums und machten die Fahrer vergangener Zeiten zu den Profis des modernen Rallye-Sports. Trotz ihrer kompakten Größe erzeugten diese Fahrzeuge große Gefühle. Denke nur an die legendären Duelle zwischen dem Mini Cooper S und dem A112 Abarth. Diese Wagen haben nicht nur Geländerennen populär gemacht, sie sorgten für den Aufstieg einer vollkommen neuen Rennsportdisziplin, für die sich alle Rennsportfans begeistern. Ja, da weiß ich schon, was wir kaufen. Definitiv den BMW. Meine Stimme geht mir irgendwie ein bisschen verloren heute, sorry. Pikes Peak schon mal. Das ist ja geil. Können wir Pikes Peak schon mal fahren? Und zwar mit dem BMW. Ja, den hole ich mir auf jeden Fall. Weil die anderen Fahrzeuge, gut, den A112 Abarth haben wir bisher auch echt... Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir den schon mal jemals in irgendeinem Rallye- oder Rennspiel hatten. Auch der 2002 Ti ist hier sehr selten als Rallye-Fahrzeug. Full VHF kennen wir auf jeden Fall. Haben wir auch bei Dirt Rally, haben wir zum Beispiel sogar bei Forza Horizon 2 sind wir damit auch gefahren. Mini Cooper sowieso. Ja, BMW wurde sich oft gewünscht, ist ein Klassiker auf jeden Fall, hier 1971er Baujahr. Zweiter Hubraum, knapp 200 PS, 195 PS, 110 Newtonmeter Drehmoment, natürlich Heckantrieb und das Ganze bei nur 865 Kilogramm. Sehr leicht, sehr wendig, denke ich mal. Heckantrieb, das macht Spaß. Den kaufen wir, den schönen 202 Ti. Da habe ich irgendwann mal noch eine Sendung gesehen hier von diesen Gebrauchtwagen-Profis aus Großbritannien. Die haben so ein Ding auch mal aufgemöbelt und verkauft. Sehr schönes Auto, so. Oh Gott, auch wenn ich tatsächlich BMW in den späteren Jahren... Oh, guck mal, wenn die Autos so auch im Spiel klingen würden, wie in diesem Vorschaubildschirm, ne? Da wäre schon einiges, geholfen. So, Pikes Peak kurz, los geht's. Ich finde, BMW hat sich da optisch noch besser entwickelt. Also vieles ist natürlich ein Klassiker, aber ich finde tatsächlich in späteren Jahren, in den 80ern, man denke so an E30 und sowas, da hat sich dann BMW, finde ich, nochmal deutlich verbessert. Ich finde auch irgendwie, dass BMW... Hier, so ein E46 ist echt schön. Das ist einer noch so der schönsten, finde ich, aber BMW sieht immer noch gut aus. Auch wenn sie immer nur so kleine Sprünge machen in der Optik, finde ich. Man sieht halt immer noch, dass es ein BMW ist. Allein auch durch diese beiden Kühler vorne ist es immer relativ markant. Die sind im Laufe der Jahre immer ein bisschen breiter geworden, die Kühlereinlässe. Gibt ja auch ganz böse Memes da mit diesen Mülltonnen vergleichen. So, ich finde trotzdem... 3,
BMW ist neben Audi für mich die Top deutsche Marke. So, los geht's. Pikes Peak. Ja, Mensch. Schön, dass wir hier so früh draufgelassen werden und dass wir hier vor allem auch mit normalen Rallye-Fahrzeugen draufgelassen werden. Das war ja am Anfang auch ein bisschen die Frage, die ich schon gestellt hatte in den ersten Folgen. Aber hier gibt es natürlich jetzt keine Pace Notes, es ist ein Hillclimb. Aber ja, man kann auch den Pikes Peak hier mit allen Fahrzeugklassen befahren, auch mit WRC-Fahrzeugen und so. Das ist schon mal ganz geil. Müssen wir also nicht, ja, viel zu schwach eingestellt. Da machen wir gleich was dran. Die stellen wir auf jeden Fall gleich ein bisschen höher. Aber ja, keine Pace Notes, das macht es natürlich ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Gucken wir mal, wie der BMW hier sich so von außen. Schönes Cockpit auf jeden Fall, sieht geil aus. Also, sieht ganz okay aus, sagen wir es mal so. Ich fahre trotzdem lieber in der Ansicht. Jetzt sehen wir auch hier die Höhe. Rechts ist so ein kleiner Höhenmeter eingeblendet, wie hoch wir jetzt tatsächlich hier fahren, wie viel wir bergauf fahren hier im Laufe einer Etappe auf dem Pikes Peak. Jetzt werde ich mich, glaube ich, verbremsen, ja. Ja, hier klingt auch der Sound wirklich wieder alles andere als gut im Innenraum. Das ist schade. Ah ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich fühle mich hier gleich zu Hause. Ich bin ja zuletzt bei Dirt Rally relativ viel Pikes Peak gefahren und der Pikes Peak ist halt bei beiden Rallye-Simulationen so gesehen originalgetreu nachgebaut. Bei Dirt Rally werden wir, sobald das für die Konsolen rauskommt, dann auch noch einen kompletten Schotter-Pikes Peak geben. Bis jetzt gibt es ja die komplett asphaltierte Variante und einmal die zur Hälfte Schotter und zur Hälfte asphaltierte Variante. Hier bei Loeb Rally Evo haben wir, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Kann sein, dass es hier auch beide Varianten gibt, müssen wir mal gucken. Ich habe bisher noch nicht so mit auseinandergesetzt. Auf jeden Fall ganz gute Rückmeldung hier vom Bodenbelag. Immer viele Bodenwellen und so. Es ist auf jeden Fall keine ebene, glatte Fläche. Es fährt sich schön dynamisch. Schönes Gefühl hier zu fahren. Definitiv. Upsala. So, sind wir durch. Ja, KI ist viel zu schwach gerade eingestellt. Das ist unser BMW. Da können wir hier auf jeden Fall auch nochmal in die Wiederholung reinschauen. Mal sehen, ob wir hier auch ein paar schöne Aussichten haben. Ja, Pikes Peak ist ja wirklich logischerweise ein Berg. Colorado, wo man auch mal... Ja, Colorado, ne? Wir sind in Colorado. Oder? Das geht gar nicht. Ja, doch. Da haben wir auf jeden Fall immer ein ganz schönes Bergland drumherum. Relativ viel zu sehen. Oh, die Musik ist auch sehr classic schon. Ja, bei Dirt Rally hast du halt die absolut spektakulären Kameras, die auch wirklich mal sehr weit rausgehen. Die Postkartenansichten, Panoramen liefern. Das ist hier anscheinend weniger der Fall. Meistens sich hier da und da sieht man so ein bisschen mal was. Aber auch wirklich sehr unscharf im Hintergrund. Also sie haben hier bei weitem nicht so weit das Land ausgeschmückt wie bei Dirt Rally. Sie haben die Bäume sehr hochgezogen, bleiben mit der Kamera auch immer sehr nah an der Strecke. Diesen Mythos Pikes Peak, den fängt Dirt Rally dann meiner Meinung nach nochmal deutlich besser ein, auch optisch. Ja, aber trotzdem schön, dass er dabei ist, definitiv. Erinnert doch von der Grafik tatsächlich hier mehr an Colin McRae Dirt 1. Generell das ganze Sebastian Loeb Rally Evo erinnert mich grafisch an das gute alte Dirt 1. Ja, was auf jeden Fall ein Fortschritt ist. Ich habe es ja schon öfter gesagt. Ja, die alten Milestone-Spiele WRC 4, das sah bei weitem nicht so gut aus wie ein Dirt 1. Insofern alles nur eine Auszeichnung. So, da sehen wir unseren kleinen BMW. Auch der war hier relativ weich gefedert, habe ich das Gefühl, hätte man durchaus noch mal ein bisschen härter machen können. Wir müssen uns auf jeden Fall mal näher mit den Setups beschäftigen in nächster Zeit. Ja, riesiger Abstand. Ich werde jetzt gleich die KI stärker einstellen, wenn wir das nächste Rennen fahren. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge, die kommt dann morgen. Wenn wir wieder in der Karriere von Sebastian Loeb einmal. Ich habe gute Neuigkeiten. Sebastian Loeb veranstaltet eine Reihe von Events, an denen auch Anfänger teilnehmen können. Der Sieger bekommt einen Platz im offiziellen Team von Peugeot und kann sich an der Seite des Champions beim nächsten Pikes Peak Hillclimb-Rennen messen.
Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um dein Potenzial zu zeigen. Aha, das ist ja interessant, okay. Das ist eine Reihe von den Löb-Events. Die haben wir jetzt anscheinend freigeschaltet. Ab Rang 350 in der Weltrangliste. Ja, das ist doch super. Können wir doch direkt machen, ne? Da haben wir hier einmal eine Sanremo-Rally. Mit dem Swift S1600. Das sind hier die Löb-Events, ja genau. Die schaltet man dann frei. Ah, okay, also hatte unser Rang doch was zu sagen. Und zwar schaltet dieser Rang hier diese Events frei. Nächste wäre dann 308 in der Weltenbestenliste. Sieht ganz so aus. Als ob wir dann sogar später hier vielleicht ein schönes Pikes Peak Fahrzeug bekommen. Na gut, also sehen wir schon auch, was da auf uns wartet. Das arbeiten wir uns da so ein bisschen hoch. Ja, komm, das machen wir. Nehmen wir gleich mit hier, das Event. Perfekt. Du bist nun offizieller Teilnehmer des Sebastian Loeb Events. Apropos, die Organisatoren haben dir eine Nachricht geschickt. Hallo, junger Aha. Fahrer. Hier ist Sebastian Loeb. Wenn du diese Nachricht abhörst, nimmst du an den Sebastian Loeb Events teil. Ich habe diesen Wettbewerb selbst organisiert, um dein Können in einer Reihe der schwierigsten Herausforderungen, denen sich ein Fahrer stellen kann, so weit wie möglich zu testen. Es gibt 8 Events, die auf Rennstrecken an verschiedenen Orten weltweit ausgetragen werden. Der Fahrer, dem es gelingt, alle Events zu gewinnen, wird Teil des Teams Peugeot und wird mit mir in einem anderen Wagen bei der nächsten Ausgabe des Pikes Peak Hill Climb antreten. Ich möchte dich zur Teilnahme am ersten Event einladen. Oh, das ist wunderbar. Okay, das war wieder unsere Löb-Synchronstimme, die auch, glaube ich, in den kleinen Filmchen immer zu sehen ist. Es ist ganz gut, dass sie da auf jeden Fall die Linie beibehalten haben. Den auch weiterverwenden. So lange Stage auf jeden Fall, 10,8 Kilometer. Aber in Sanremo waren wir ja bisher immer sehr, sehr fix unterwegs. Schön sonnig auch hier. Sehr gut. Der Swift. Frontantrieb sollte eigentlich relativ gut zu fahren sein. Rennoption, gleich mal die KI höher schalten jetzt. Ach, ist zu spät. Kann ich nur... Oh, sorry, Leute. Kann ich nur im Menü. Kann man hier gar nicht mehr machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, warte mal. Da gehen wir nochmal kurz zurück. Die Ladezeit ist ja nicht so lang. Da gehen wir nochmal kurz zurück und stellen die KI ein bisschen höher. Das ist ja sonst wirklich langweilig. Das ist sonst ein Selbstläufer. Dass wir sie wenigstens auch schwer machen. Clio R3. Nee, also DLC mit der Gruppe S ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Die haben wir bisher so überhaupt noch gar nicht gesehen, glaube ich, in Rallye-Spielen und Rennspielen. Finde ich schön, finde ich wirklich gut. Da haben sie so eine kleine Nische und Lücke gefunden, die bisher andere noch nicht gemacht haben. Und auch eben diesen Aspekt vom Rallye-Sport mal zu beleuchten. Ich hoffe, dass dann... Ja, es wäre echt schön, wenn sie mal irgendwie ein paar schöne Sounds drin hätten, so langsam. Also auch bei neuen, bei DLC-Autos. Das würde dann doch, glaube ich, auch den Kaufreiz bei vielen nochmal irgendwie wecken, wenn man wenigstens vernünftige Sounds hätte. Aber wenn das wieder so ein Murks ist wie bisher, dann wird das, glaube ich, eher schwierig. So, jetzt haben wir die KI auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Für den Paso del Maro. Zack. Schön orange. Den kriegen wir jetzt gestellt. Den müssen wir also nicht bezahlen oder sowas. Ganz hässliche Livery drauf mit so einem Stern vorne dran. 3. Mal gucken hier. 2, 1, go. Rechts 5 und Hanna links. Ach, den können wir eigentlich auch mal aus dem Cockpit fahren, ne? Wobei ich sehe überhaupt nichts nach links, weil die Scheibe so. Wer baut denn so eine Scheibe da rein, dass man gar nichts mehr sehen kann? Ne, kann ich da doch nicht in der Ansicht fahren. Das geht nämlich mal gar nicht. Oh, der lenkt ganz schön träge. Muss man ein bisschen mir das Lenkrad rumreißen, damit der... jetzt kippt er um. Okay, es geht ja schon mal richtig gut los, auf jeden Fall. Er kippt wieder so richtig. So. Hängt da hinten anscheinend noch halb auf dem... Rechts 3 plus und rechts 5 plus. Links 2 und rechts auf dem Rad. Ist die Scheibe schon kaputt? Links 6 und links 3. Sieht ja kacke aus. 50. Oh Gott, das irritiert ja mal richtig. Warte mal, ich starte mal kurz die Stage neu. Das, so kann ich nicht fahren. So kann ich hier nicht arbeiten. Im Cockpit, die Scheibe total dicht links. Siehst du gar nichts in den Kurvenscheitel rein. 1, go. So. Rechts 5 und Hanna links 40. Der hat eine ganz komische, schwammige links Lenkung. Und rechts 4 minus. Oh, ich kann immer nicht so richtig einschätzen, rechts wie meine Vorderräder stehen. Ist ja ganz, ganz schrecklich zu fahren, das Teil. Ah, aber auch da müssen wir mit umgehen. Links 6 scharfer und links 4 scharfer. Oh, ich wünsche mir meinen Toyota zurück. Rechts 3 plus und rechts 5 plus.
Selbst die Saxos fühlen sich da wesentlich schöner. Das geht ja gar nicht, klar. Links 6 und links 3 öffnen sich 50. Ja, der schiebt immer extrem aus den Kurven raus, hat halt Mords untersteuern. Die so manchmal so ein bisschen diese Gräben mitnehmen, die einem da so ein bisschen auch eine Richtung. Oh Gott. Rechts 5 öffnet sich 60. Links 5 über Kuppe und rechts 4 minus. Links 2 plus und links 5 über Hügel. Auf jeden Fall die Etappe hier völlig neu, haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Links 4 und rechts 4. 70. Sehr viele Höhenunterschiede auch hier. Links 3 minus lang 50. Ich denke mal, mit so einem Allradler dürfte die durchaus geil sein hier. Rechts 4 minus. Mit dem Swift eine Qual. Links 6 und Hügel, links halten und rechts 3. Links 5 und rechts 6 lang. So gut denn? Und links 5 scharfer 3 lang. Bilder. Rechts 2 öffnet sich 4 sehr lang und rechts 5 sehr lang. Rechts 4 lang. Links 4 lang schärfer und rechts 3 plus. Ja, generell ein bisschen sanfter fahren dieses Auto. Links 4 und Hügel in rechts 6 lang schärfer. Ganz knapper Rückstand. Links 3 minus und rechts 4, 50. Sprung 60. Achtung, Kuppe in links 5 lang schärfer über Hügel. Rechts 4 über Kuppe, 40. Sprung und links 4, 70. Upsa. Rechts 4 lang über Hügel in Hanad links. Wir sind hier an einige Richard Burns oder die Strecken denken, sowas wie Stelvio Pass und sowas. Die sind vom Layout her relativ ähnlich. Vom Setting auch. Aber ebenfalls hier sehr, sehr eng. Die gesamte Etappe. Rechts 3 minus und links 3. Und links 3 minus lang. Rechts 6 lang, schärfer 4. Man fährt hier selten über 100 und deswegen links 5 plus 60. Entsprechend brauchen wir auch sehr lange für diese Etappe mit diesem Swift. Links 4 und rechts 2 lang öffnet sich 40. Rechts 5, 40. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt gleich auf die nächste Split Time. Links 5 und Sprung 40. Noch nicht mal die Hälfte geschafft hier. Links 4 über Sprung und Hügel. Rechts 4 minus 40. Noch konnten wir den größten Schnitzer links hier vermeiden. Links 40. Links 4, schärfer 2. Rechts 4 lang. Ja, da war der dritte Gang. Bisschen zu hoch angesetzt. Rechts 5 und links 3 plus. Immer wieder erstaunlich, dass sich die kleinen Autos lang, mit weniger Leistung 40. viel, viel schwerer fahren lassen als die rechts 5. World Rally Cars und so. Und Saxo, wenn wir an den Xara WRC und sowas 4. denken, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Boah, großer Rückstand, also das. Links 4 über Hügel in rechts 3 und links da 3 sehe ich hier noch keine Goldmedaille, aber wir machen es ja so, wenn ich das jetzt bei auf Anhieb nicht schaffen sollte mit Gold, dann mache ich das offscreen halt auf Gold. Rechts 4 lang und rechts 4 über Kuppe in links. Ich glaube, ich nicht zielführend hier 3-4 mal diese Etappe rechts zu fahren. Plus in der Folge, rechts das. Hügel. Ist. Oh, ist glaube ich ein bisschen too much. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall. Wieso macht er denn da immer? Manchmal reagiert er nicht. Hallo? Aha, so. Läuft das Replay auch von alleine da rückwärts. Vorhin musste ich ja die Schaltwerbe betätigen. Einmal weggekugelt. Oh. Angestoßen. Links 6 sehr lang über Hügel, schärfer 3 in rechts 6. Rechts 5 in links 3. Rechts 3 lang. Links 3 und rechts 6 lang, 70. Rechts 4 minus und links 5, 40. Rechts 6, 40. Rechts 6 und links 4, 40. Ich bin gerade in Gedanken so ein bisschen bei unseren Dirt Rally-Anfängen, wo wir mit den 60ern gefahren sind. Ich überlege gerade so ein bisschen. Scheiße. Ich überlege gerade so ein bisschen, warum. Also das war bei Dirt Rally auch mit diesen Autos zu fahren, war Arbeit. Weil man wirklich, es ist ähnlich gewesen wie hier. Du hast halt ein Auto,
das gegebenenfalls beim Anbremsen extrem unruhig wird. Ein Auto, das kaum Power hat, das ziemlich langsam fährt, mit dem du wirklich viel arbeiten musst, um die Kurven zu kommen. Und das einfach oft dahin fährt, wo du es gar nicht haben willst. Und das, ja, auch das Konzept ist ja relativ ähnlich gewesen, da mit dem Fulvia und so, mit den Fronttriblern. Und gerade auch im Schotter in Griechenland und so war das ziemlich unangenehm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder. Jetzt haben wir keinen Rewind mehr. Ja, jetzt ist Schicht im Schacht. Und warum? Also mir macht das gerade hier wenig Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Und ich frage mich gerade so ein bisschen warum, weil es ist von der Sache her dasselbe gewesen bei Dirt Rally. Bloß bei Dirt Rally wirst du dann wenigstens noch mit einem schönen Sound belohnt. Einen schönen knorrigen, bassigen, tiefen Sound vom Auto. Hier fährst du halt noch mit dem Staubsauger, was das Ganze noch audiovisuell ein bisschen schwächer wirken lässt. Also visuell auch, Audio auch. Und komischerweise macht es bei Dirt Rally trotzdem Spaß, auch wenn man mit einem anstrengenden und schwierigen Auto fährt. Ja, interessant. Das ist jetzt gerade wirklich hier eine ultra bescheidene Kiste. Oh, würde ich freiwillig nicht gerne fahren wollen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Aber wir sind hier in einem völlig neuen Abschnitt, der sieht ganz cool aus. Ich kann auch mit den Pace Notes hier nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Ob der mir nur eine 2er, eine 3er oder eine 4er ansagt. Ich weiß trotzdem nicht genau im Moment, wie ich anbremsen muss. Jetzt wird das ganze Terrain hier ein bisschen breiter. Ein bisschen weitläufiger. Rechts 6 über Hügel 120. Wir müssen wenigstens noch aufs Podium schaffen hier. Rechts 4 und links 5 und rechts 6 plus 100. Links 5 schärfer in rechts 4 und links 5 60. Links 6 in rechts 4 und links 5. Links 5 in rechts 4 öffnet sich 50. Links 4 plus 40. Rechts 6 plus 60. Links 6 plus und links 3 40. Wir stehen mir auf einmal hier dem Ende der Stage näher kommen, ne? Jetzt hier einfach viel, viel schneller ist. Links 45. Rechts 3, 40. Links 3 plus und rechts 4 plus, 50. Fast 8 Minuten hier unterwegs. Links 5, Ziel. So. Mal Vollgas rein hier. Reicht's oder reicht's nicht, ist die Frage. So, Swift natürlich ein bisschen angeschlagen. Schön breit gezogen die Karosserie hier beim Kleinen. Wo sind wir denn? Ja, ach okay, wir haben tatsächlich Bronze geschafft. Immerhin. Ich mache da noch Offscreen Gold. Ja, wir haben auf jeden Fall nochmal aufgeholt auf der letzten Split. Definitiv. Adam Thompson, Matthias Evrard. Gut. Ja, gleiche Fahrzeugklasse hier, der Saxo. So, dann steigen wir nochmal weiter auf. Haben auf jeden Fall hier das erste Löb-Event schon mal so geschafft an sich. Sind auf jeden Fall drei Plätze aufgestiegen, aber ja, Gold wäre natürlich noch schön, ne? Aber wir kriegen das Auto sogar, das ist ja auch cool. Okay, da haben wir noch ein bisschen mehr Auswahl, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir den hier nochmal so oft sehen werden, so wie der sich gerade gefahren hat. Bleibe ich dann doch lieber in der Klasse bei meinen anderen Autos. Nee, will ich nicht, danke, danke. Aber schön, dass wir ein neues Auto in der Garage haben, das ist auch schon mal was wert. So kleine Belohnungen sind ja auch mal ganz nett, ne? Ja, schön. Das war's dann für heute. Wir sind ein bisschen vorangekommen auf jeden Fall. Junior ist immer noch nicht ganz durch. Da haben wir noch... warte mal, da haben wir noch... Bei Debüt sind wir ja immer noch. Eieiei, das zieht sich aber ganz schön hin, ja? Da haben wir zumindest schon mal die 70er angefangen. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Also wir können ja mal gucken, dass wir später das ein bisschen ausdünnen. Wir müssen ja nicht alles... Wir können alles auf Gold fahren, ist mir eigentlich egal. Müssen wir einfach mal schauen. Natürlich wiederholt sich nachher einiges, aber wir haben... Denke ich mal, bei den meisten Rallyes immer noch hier neue Etappen zumindest. Die Schauplätze wiederholen sich jetzt natürlich, aber von den Stages her sehen wir da, man sieht es leider vorher immer nicht, welche man da genau fährt. Könnte man hier ein bisschen transparenter gestalten, finde ich. Dass man dann auch mal eine Übersicht hat, welche Stages werden denn hier genauer gefahren. Ja, welche von den jeweils 5 sind es, glaube ich, pro Location.
Das wäre noch ganz gut eigentlich, ja. Ansonsten sind wir für heute durch, würde ich sagen. Morgen geht's dann weiter in der Lüb Experience. Kleine Aussicht vielleicht schon mal, was uns da erwartet. Wir sind ja unter den ganz Großen in der WRC mittlerweile. Und dann kommt die Dominanzzeit als nächstes. Weltmeister 2004 bis 2006, Lübs Erfolgsjahre. Ich bin gespannt drauf. Wir sehen uns morgen in der Lüb Experience. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, drückt mich nach oben. Tschüss.